Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin Loco und wir sind heute zusammen in der Ausbildung als Streifenpolizist. Das aber nicht auf irgendeinem komischen, öffentlichen, einfach nur Voice-Chat-Server. Nein, wir spielen das auf einem Hardcore-Server, Leute. Das heißt, wir kriegen eine richtige Ausbildung. Das wird auch etwas dauern. Ich werde euch das Video ein bisschen zusammenschneiden. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Natürlich nehme ich das auf dem Knast aus, weil, ihr wisst ja, wo ich herkomme, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Alle Neuen, bitte einmal abonnieren und jetzt da, da, da. Ich ignoriere mal den Point, dass ich eigentlich noch gar keine Waffe haben dürfte, ja? Also, dass mir keine beim Polizeirevier gegeben wurde, meine ich. Eigentlich hätte ich die rausgepackt und wäre ich jetzt ohne hier. Aber zwei muss ich mindestens treffen, ne? Ja, aber wir waren ja gar nicht bei den Spinden. Da waren wir ja gar nicht zusammen. Zumindest nicht mit mir. Ich denke mal, die sind an der Uniform. Sie haben ja ihre Einsatzkleidung. Ich sag's ja nur. Dominik, gehen Sie doch aus der Schussbahn, sind Sie verrückt? Ich wollte gerade sagen, lebensgefährlich hier. Auf jeden Fall zweimal muss ich treffen. Okay. Hallo Niki, das ist gefährlich. Okay. Alles klar. Also zweimal. Taschenlampe. Ja, warte, warten Sie. Ich muss erst mit. Warten Sie. Aber nicht unter Druck setzen, sonst wird's gefährlich. Für alle hier. Okay? So. Kriege ich Angst. Ja, Querschläger, pass auf hier. So, erster Schuss. Na, knapp. Moment. Moment. Ich habe 5 Schüsse. Warten Sie, es müssen nur 2 treffen, ja? Warten Sie. Was macht ihr denn für eine unfähige Polizisten haben? Das ist eine Ausbildung. Okay, nein. Alles klar. Zweimal, ne? Ich hätte das Feld eher kleiner bei der nächsten Runde. Achso, ich wollte auch noch. Es ging nicht. Ja, okay. Dann such doch er Punkte aus, auf die man schießen soll. Also, ein Krimineller geht nach da oben und wir schießen auf ihn mit kugelsicherer Weste. Was hat er denn für eine Mütze auf einmal? Junge, was ist er denn für einer? Okay, ja, alles klar. Ja, Volltreffer. Habe ich soweit bestanden? Ja, die Ausführung ist ja noch nicht zu Ende. Aber oh, jetzt kommt's. Es kommt gleich noch eine. Schade. Eine Verkehrskontrolle. Und das ist dann der letzte Punkt. Also. Bei einer. Kann mich jeder hören? Ja. Anhalten! Also Verkehrskontrolle, Marie. Kein Quatsch. Ja, okay. So zweimal. Also so. So, sie haben ein bisschen was verpasst. Ich mach am Ende noch ein bisschen was mit ihnen. Einen Moment, ich zeig's ihnen nur, ja? Dummi. Welche Sirene? Ja. Bei mir ist halt. Ist egal. Auf Handy, deswegen ich weiß, dass das auf Handy sehr schlecht ist. Also. Ja. Anders. Ja, aber egal. Ist nicht so schlimm. Ich hätte regulär mal gesagt, dass alle nach oben hinparken. Das wird jetzt ein bisschen laut, ne? Ja, also er führt das jetzt vor. So am besten. Aua, bei meine Ohren, meine Ohren, ich höre Dominik. Au, ist nicht so schlimm. Muss man vor das Auto fahren oder hinter dem Auto bleiben? Nein, was man. Ich bin doch gerade noch am Erklären. Lassen Sie mich bitte erklären. Also. Dann fährt das Fahrzeug im besten Falle rechts ran und man parkt dann hinter dem Fahrzeug, was man kontrollieren möchte. So, man parkt hinter dem Fahrzeug, was man kontrollieren möchte. Dann fragt man einfach nach Ausweis und Fahrzeugpapieren, dann wisst ihr den Namen, der über der Person steht, in echt sieht man ja keine Namen über den Personen. Ihr fragt dann die Leitstelle nach den Kennzeichen. Die Leitstelle wird euch hoffentlich antworten. Was heißt hier hoffentlich? Im D-Funk oder hier im Funk? Ja, im D-Funk. Im Funk, okay, okay. Ja, im richtigen Funk. Ja, okay. Ich dann ausfliege, wenn ich das mache. Ja, also. Du hast immer einen Kollegen bei dir, der fragt nach. Ah, okay, dann. Nicht immer eigentlich, nein, immer. Alleine darfst du rein theoretisch keine Polizeikontrollen machen. Ein einzelner Polizist darf das niemals alleine machen. Rein theoretisch. Wir sind hier nicht so stark. Also, ich meine ja nur rein theoretisch. Ich sag nur rein theoretisch. Ja, also wissen Sie im Idealfall, ja. Wir sind leider massiv unterbesetzt. Eieiei, das ändert sich bald. Das wird aber bei mir nicht jetzt
die ganze Zeit so sein, dass ich auf Handy spiele, weil im Dezember bekomme ich eine neue Festplatte, weil meine am PC kaputt gegangen ist. Vielleicht ein bisschen weniger OOC. Danke. Achso, okay, Entschuldigung. Ah, ja, okay, ist gut. Das ist doch schön. Ja. Also dann kannst du ja auch... Dein Kopf wird wieder repariert, ich freue mich. Ja, mein Kopf wird wieder repariert. Dann, wenn du dann kannst, kannst du dann ja... kann... können, ne? Ja, das werde ich machen. Oh mein Gott. So, dann fragt ihr nach. Die Leitstelle antwortet euch, ob die Person gesucht ist oder nicht. Was macht ihr, wenn sie gesucht ist und ihr alleine da seid? Verstärkung rufen. Gut. Ey, stille Verstärkung. Feuer. Alles gut. Wow. Das wollte ich jetzt jemand anderen fragen, aber. Unauffällig Verstärkung. Unauffällig Verstärkung rufen. Ja. Und dann verhaftet. Sorry. Person. Tut mir leid, dass ich was mach. Das war nicht an mich. Mit dem Verstärkung rufen war das an mich gerichtet. Nö. Ja, also ihr haltet mich jetzt einfach an und hier den anderen Polizeiausbilder. Mich? Oder Benji? Ja, wer sind Sie noch in unserem Wesen? Benji. Benji. Was ist mit mir? Mich, also. Ich werde angehalten. Oh, Junge, wie willst du das, ey? Wenn du bei B tun würdest, ich glaube, da wären wir alle tot. Okay. Zum einen sind wir zu wenig und zum anderen sind wir alle zu dumm. Na. Ich sag dir schon. Dummheit gibt's nicht. Wenn Dummheit gibt nur Unerfahrene. Lol. Das ist einfach nur eine Faktenfeststellung. Okay, also wer möchte anfangen? Wer möchte mich kontrollieren? Ich kontrolliere sie. Okay, das heißt du. Gerne. Nicht. Oh Mann. Du hast doch gefragt. Mann. Ja, kannst du? Hol ein Taxi her, das soll kontrolliert werden. Oh nein. Ja. Ich kann ihn einmal. Okay. Sehen Sie die anderen wollen gar nicht. Ich kann auch irgendwen kontrollieren, aber ich wollte als erstes mit kontrollieren. Ist mir egal, wen ich kontrolliere. Du kontrollierst mich oder was? Ja. Mich? Und die anderen beiden. Ich sag nur einen Tipp, man kennt immer seine Vorgesetzten. Ihr wartet einfach kurz. Was ist? Sollen wir hier einfach zugucken? Ja, ihr könnt zugucken. Also, aber nicht halt zu den Leuten hingehen. Also, ihr könnt von hier aus zugucken. Ich hab einen Krampfanfall. So. Oh nein. Ich auch. Oh. Okay. Dann geht's jetzt los, ne? Muss ich mit meinem Auto kommen? Fahr ich mit meinem Auto? Oder ist die Situation schon beim Anhalten? Ja, du musst in dein Auto. Mit deinem Auto nach. Ist meiner hier jetzt noch irgendwo? Führerschein und Fahrzeugpapier. Ah, hier bist du. Ich dachte, du bist da hinten lang gefahren, aber es war die andere anhalten. Es waren die anderen. Ja. Dann halt mich mal. Ja, fährst du oder soll ich dir. Ja, fair five. Ja, okay, sieht in Ordnung aus. Ja, das. Gut, ich mach noch ein Foto. Guten Tag, Motor einmal bitte ausschalten. Danke. Guten Tag, ich bin der Loco.
Wie geht es Ihnen erstmal? Gut, schlecht, ich höre Sie nicht, hallo? Ach so, guten Tag, ich verstehe Sie gerade nicht richtig. Ach so, hallo? 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 Jetzt, ja, jetzt. Hallo? Ja. Es war gerade die Leitstelle sehr laut. Alles gut, okay, verstehe. Ich sagte, dass ihr nicht so... Was ist denn hier los? Ich fühle mich ja ganz unter Druck, ich wäre ganz rot. Okay, also, ich würde gern einmal Ihre Führerschein und Fahrzeugpapiere kriegen. Ja. So, Moment, zack. Ich, ja, haben Sie mir mal so gegeben hier. Zack, zack. Dankeschön. Ich gebe die mal ganz kurz im Fahrzeug. Ja, ich habe ja keinen Kollegen. Ich guck die mal ganz kurz an meine Leitstelle weiter und dann bin ich gleich wieder bei Ihnen. Leider kein Kollege, ich bin alleine. Immer alleine. Ja, aha. Vielleicht bereitstehen oder da hinten sich mal gerade hinstellen. Oh, ich hab's nicht im Funk gepostet. Moment. Killer. Hab ich schon gesagt. Ja, ich bin doch schon dabei. Ja, ich bin doch schon dabei. Doch in dem anderen. Ich hab vorhin extra gefragt, im D-Funk oder im normalen. Da wurde gesagt, im normalen. Jemand hat normal gemeint mit D-Funk. Ja, dann. Ja, das ist ja bescheuert. Moment, da muss ich jetzt mal kurz hier. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Moment, ich habe extra vorhin gefragt. Weil ich ja, Moment. Da. Welcher Kanal ist das denn? Jetzt muss ich nochmal kurz nachfragen, weil das hätte ich vorhin denn alles gefragt. Ausbildung und da kann ich aber nicht reinschreiben. Ach so, einfach in den Chatkanal. Ja, okay, check. Check. Und da soll mir jemals jemand antworten. Das klappt doch niemals. Nachrichten konnten nicht geladen werden, okay. Ja, ich bin dabei. Ja, bin dabei. Also da steht zwar, konnte nicht geladen werden, aber ich gehe mal davon aus, dass der... Ist die Nachricht drinne? Kannst du sehen, weil ich sehe den Chat nicht bei mir. Im D-Funk gebe ich das Kennzeichen. Ihr macht mich fertig. Ja. Ach du Heilige. Okay, Moment. Du machst so, oder? Guten Tag. Ja, kann mal jemand das machen? Ja, jetzt check. Ja, okay. So weit in der Materie hätte ich nicht geschätzt, dass ihr das macht. Okay. Guten Tag. Ist jemand in der Leitstelle? Loco hier. Check. Leitstelle fragt. Loco fragt. Kennzeichenabfrage für... Kennzeichen HH, Heinrich, Cäsar, Zeppelin, 99. Zeppelin. Kennzeichen ist gesucht, okay, danke. Muss ich die Unterstützung auch im D-Funk anfordern dann? Oder muss ich die jetzt im Roblox-Chat anfordern? Sie müssen die Unterstützung sowohl in den Roblox-Chat anfordern auf... Und Chat, im D-Funk. Und im D-Funk. Gut, check, bin dabei. Aber Sie müssen sich in-game bitte stumm. Yes. Weil der Herr My bad. Ja, nicht alles mitkriegen, was Sie gesagt ja, check. Ja, deswegen finde ich das mit Discord ganz kompliziert. Also mit Discord das ist ganz kompliziert auch für mich. Okay, check, bin dabei. Kleinen Moment. Loco an Leitstelle. Ich bräuchte einmal Unterstützung. Mein gesuchtes Kennzeichen ist ja gesucht und ich bin alleine. Danke. Stärkung. So. Sehr gut.
007, Loco, guten Tag. Hallo. Ich flüstere ihn jetzt. Der Mann ist kriminell, wir müssen ihn festnehmen. Aber ich war alleine. Ich brauche Hilfe. Oh, mein Gott, deswegen Entschuldigung. Moment. Oh, ja, jetzt. Zack. Das macht die Situation nicht besser, dass die Feuerwehr jetzt hier ist. Ich find's absolut witzig, es ist absolutes Chaos. Aber es ist gutes RP bisher, muss ich sagen. Also schon besser als überall, wo ich jemals gesehen habe. Also, was Roblox angeht. Hallo, Ausbildung. Ist schon funny, hat schon was. Okay, wir müssen den festnehmen jetzt. Was machen? Also, gehen wir ran, hauen den K.O. mit Taser direkt rein und aussteigen? Haben Sie die Leitstelle gefragt, für was er überhaupt gesucht ist? Ja, habe ich. Kennzeichen durchgegeben und die wurde gesagt, dass er gesucht. Ach so, das muss ich auch noch fragen, für was er gesucht ist. Entschuldigung. Leitstelle, Look. Ob er bewaffnet ist oder nicht. Okay. Loco an Leitstelle. Ich wollte einmal wissen, ob mein gesuchter Krimineller, wegen was sie wegen er gesucht wird. Bitte die Hände auf die Motorhaube machen soll. Weil meine Zusatzkraft, die wollte wissen, ob er bewaffnet ist. Job und sie reden gerade aktuell nicht. Also. Okay. Leitstelle sagt, die können mir das nicht sagen, das muss ich selber rausfinden, ob er bewaffnet ist. Also wir gehen mit Taser hin und warum hat er jetzt eine Waffe rausgenommen? Also doch mit Taser hin, dann war ja mein erstes Vorgehen gar nicht so falsch. Ja, wir gehen jetzt mit Taser hin. Voll eins auf die Rübe! Warum kommt jetzt die Feuerwehr jetzt her? Guten Tag. Guten Tag. Wir haben einen offenen Haftbefehl gegen Sie. Ihr Kennzeichen wird da leider als Was machen Sie denn hier? Können Sie bitte weiterfahren? Alles in Ordnung hier, weil Abrücken, hier ist Ausbildung. Ach so, weil ich die Verstärkung im Chat umne. Ja, Ausbildung. Doch, es wurde mir gesagt. Ich mach gleich noch Hallo, ich mach gleich noch eine Durchsage, okay? Ja, aber dann gibt's doch einen Funk durch, weil wir fahren hier hin. Ich denke schon, dass was los. Bitte nicht zum Hafen, steht da ganz groß. Steht doch da. Steht doch da, bitte nicht zum Hafen. Ganz groß, von Niki. Bitte nicht zum Hafen. So, jetzt weiter. Sie sind festgenommen. Es ist ein offener Haftbefehl gegen Sie offen. Ja, es ist ein offener Haftbefehl. Sie sind hiermit festgenommen. Alles, was Sie hiermit sagen wird gegen Sie. Das ist mein Job. Ich bin in der Rolle. Ja, Entschuldigung, Fahrspiel, danke. Das ist nicht dein Job, das ist Job. Er flüchtet! Ich kann ihn ja nicht tasern. Taser ich? Also soll ich einfach schießen quasi? Oder mit Taser? Oder? Was machen wir denn jetzt? Ich kann ja jetzt nichts machen. Er stellt sich einfach vor mir. Das ist so unfair, weil ich dich nicht tasern kann. Du bist Polizist. Du wärst schon weg! Weg vom Fenster! Okay. Ja, Sie sind damit auf jeden Fall festgenommen. Sie können sich einen Anwalt zulegen, wenn Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen einer vom Staat gestellt. Dankeschön. Also das mit den Rechten vorlesen müssen wir nochmal üben, oder? Ja, komm, das war ja... Nö. Aber ich hab's freewild, ich kann nicht mal den Text. Wenn man's in der Übung falsch macht, dann macht man's in der Praxis erst recht falsch. Können Sie denn alle den Text oder muss ich ihn einmal vorlesen? Aber... Ja, ich kann den Text. Man muss das gar nicht. Natürlich müssen Sie die Rechte vorlesen, wenn Sie den das Recht leisten. Alles, was Sie sagen kann und wird, gegen Sie im Gericht verwenden. Das steht tatsächlich im Bundesgericht. Vorgericht, nicht im Gericht, Vorgericht. Vorgericht. Ja, man muss die Rechte jetzt einmal vorlesen und wenn das dann immer noch nicht geleitet wird, dann ist das keiner oder einer. Nur wenn er es nicht verstanden hat. Jona, könntest du bitte mal ein bisschen zurückkommen und die anderen bitte auch? Ich meine jetzt so. Der Praktikant kann mal nach den anderen gucken. Also, nur damit Sie es alle wissen, einmal alle Jonah, kurz hören, folgendermaßen. Sie haben das Recht zu schweigen, alles, was Sie sagen können. Warten Sie.
jetzt haben sie mich rausgebracht. Sie sind angeklagt einer Straftat, alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Sie haben das Recht zu schweigen. Außerdem haben sie das Recht auf einen Anwalt. Sollten sie sich keinen leisten können, wird einer vom Staat gestellt. Sollte aktuell keiner im Staat sein, haben sie leider Pech gehabt. Haben sie ihre Rechte verstanden? Wenn die Person dann Nein sagt, müssen sie die Rechte noch zweimal wiederholen. Wie wird man Anwalt? Oh, warte. Jetzt. Warum habe ich Geld von ihm bekommen, naja? Hab den Kratzer bezahlt. Ah, der Kratzer. Ah, stimmt. Ich dachte, das war das wirklich seine Schuld. Okay. Was ist? Dann jetzt die letzte Person, die hier. Oder so. Ist das die letzte Person jetzt? Ja, ne? Nee, ja. Auch noch. Ha, zwei noch. Ich okay, bin raus. Benji, du wirst von Ingrid durchgefallen. Und ich werde jetzt von Wunder. Hartes, glaube ich nicht. Ey, bis hier war es witzig. Er macht das schon ganz ordentlich, finde ich ganz cool eigentlich. Ja, wir geben uns Mühe. Ja, das merkt man auch. Und das finde ich auch gut. Ich finde es immer nur noch eine Freche, dass ich nur Polizeirat bin und nicht Polizei. Sie müssen überlegen, der Herr, der sie ausbildet, ist Polizeidirektor und der weiß nicht mal, wie man die Rechte vorliest. Der weiß nicht mal, dass man das machen muss. Eine Frage, Herr Polizeirat. Ich bin drei Ränge unter dir. Ich bin drei Ränge unter dir und mach mehr als Dominik. Ja. Du bist noch zu weit weg, um dich darüber beschweren zu können. Ja, bitteschön. Bla, 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 eine Frage, bla, 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 ist alles Taschen, also ist Stopsticks Taschen-RP, aber alles andere ist ja. Okay. Ja, also nur Stopsticks muss man Beispiel, also aus dem Kofferraum holen. Jetzt, verwahren. Ja, okay, also das geht nicht. Aber alles andere, also das hier auch? Also das bei dem hier, das, da ist man nicht so streng, aber eigentlich also sollten sie das hier auch G36. Ja, das, ich, ey, das mach dir nichts aus. Eins, mach dir nichts aus. Ich kann kein Deutsch dafür. Haben sie nicht Stopsticks gerade? Eventuell auch so. Ja, gut, Tasche hast du sowas nicht. Das stimmt schon. Aber du, ja, okay, verstehe. Ja, und weißt du, die wenn man damit einmal zum Auto. Ich hol die hier aus dem Auto. Hab die jetzt so rausgeholt. Geh damit hier hin. Nimm hier jetzt, weiß ich nicht. Hab hier jetzt mein Handy kurz rausgeholt. Kann ich die dann wieder in die Hand nehmen? Oder ist das dann. Ja, das ist dann in Ordnung. Okay, gut. Also es könnte sein, dass du dafür angemotzt. Ja, aber es ist ja eh meistens jemand bei mir, oder ich hab's auf Video, also ja, eins von beiden, also. Genau, immer. Und am besten nicht das hier machen. Warte. Ich bin zu inkompetent. Warte. Das hier, weil, also. Was? Achso. Ja, klar, logisch. Ja, ich musste selber erstmal umgucken, was du meinst. Ein Moment. Geworfen. Weitwurf. Ja, Kennzeichen, das HHVK. Wenn Sie mich jetzt stören, ich tue sie direkt. Sie sind mein Erster. Bitte. Können Sie jetzt bitte weggehen? Achso, ich dachte, hier wäre auch gerade eine Polizeikontrolle. Was sind die andere? Wo findet die andere statt? Habe ich die nicht eben auch gehört? Mal jetzt schon bestanden. Genieß den Moment. Warte die Spannung ab. Die Vorfreude. Das Zittern. Ja, deswegen. Guck mal, du kannst jetzt alles verlieren. Dann war alles umsonst. Also ich habe trotzdem Geld verdient, aber es war alles umsonst für dich. Ja. Mit Doppel-O, so ist richtig. Also, ich mach gerade die Dings. Ja. Falsch herum. Okay, deine Dienstnummer ist die 104 oder 104 oder wie du es auch immer nennen möchtest. 104, 104, ja, ist okay. Kann man die aussuchen? Nee, aber ich hätte jetzt auch keinen auf parat, wenn ich ehrlich bin. Ja, es wird durchnummeriert einfach von 0 bis 100, also bis unendlich quasi. Ah, wer wird angerufen schon wieder? Ne, Wecker, das ist doch diesmal Wecker. Das ist der Windows-Wecker. Das ist kein Wecker. Das ist der normale D-Funk-Sound. Das klang wie ein Wecker. Jona? Hä? Aber wie heißt du auf Discord? Genauso wie in Roblox? Aber das ist kein Wunder, dass du für die Dinger gemutet wirst, wenn ich das höre, wenn du angerufen wirst. Soll ich kurz nachgucken? Aber könnte sein, dass ich gekickt werde. Ich guck einfach kurz.
Du solltest ja. Ja, also. Okay, ich würde mal ganz kurz die Abmodi drehen. Okay, Leute, damit bin ich Loco mit der Nummer 104. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben jetzt eine Stunde die Ausbildung gemacht und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!